Hallo, darf ich anfangen? Felix nickt. Willkommen zu einem weiteren Food Life Hack Test. Denn ich habe gesehen, dass man sich angeblich aus einer Dose und ein paar Hilfsmitteln ganz einfach eine Käsereibe selber basteln kann. Ob das funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal an. Ihr benötigt natürlich erstmal eine Konserve in irgendeiner Form. Ich habe jetzt hier so eine ganz einfache, ich weiß gar nicht, wie viel das ist, 1 Liter, 500 Gramm, egal. Auf jeden Fall eine schöne dicke Dose. Dann braucht ihr einen Akku. Bohrer mit Bohraufsätzen oder wie ich jetzt gelernt habe, das heißt auch schon Bohrer, also mit Bohrern. Dann braucht ihr Schleifpapier oder was wir hier haben, ist so ein fancier Schleifschwamm. Dann braucht ihr Stift und Lineal und natürlich Käse. Und das war's auch schon, angeblich. Deswegen probieren wir das Ganze jetzt einfach mal aus. Und starten damit, dass wir auf die Dose ein paar gerade Linien zeichnen. Das Schöne ist, hier ist schon so eine Linie von der Dose selbst. Das heißt, ich orientiere mich jetzt einfach an der. Das heißt, die nehme ich als erste Linie und dann mache ich jetzt hier quasi parallel dazu noch mehr Linien. So, wenn ihr das geschafft habt, dann dürft ihr Löcher bohren. Und zwar mit einem Bohraufsatz. Ich nehme jetzt hier mal so einen 5 mm Aufsatz. Könnte funktionieren. So. Und dann bohrt ihr in euren Linien quasi einzeln, so immer mit einem Zentimeter Abstand, ein paar Löcher. Das machen wir jetzt mal. So, wie schön. Mein Akku ist leer. Yay! Das heißt, wir müssen jetzt erstmal den Akku aufladen. Oder das Akku? Das ist ja echt so eine Frage ist der Tisch schief? No, er fällt schon! Akku! So. What the? Okay, vielleicht kann ich das ein bisschen vorsichtiger machen. Ich bin da nicht so der Profi drin, da. Okay. Ich hoffe, es ist klar ersichtlich, dass mir das total viel Spaß macht. Huhu! Guck mal, und damit könnt ihr euch jetzt noch wie Karl Lagerfeld ein schönes Outfit zusammenfriemeln aus den Teilchen. So, das sieht doch schon mal recht sehr gleichmäßig aus, muss ich ja sagen. So, jetzt braucht ihr euer Schmirgelpapier oder euer Schmirgelschwämmchen und damit schmirgelt ihr so ein bisschen hier die Innenseiten glatter, weil da sind jetzt auch ziemlich viele Reste vom Reinschrauben dran. So, fühlt sich aber hier schon einigermaßen, sagen wir mal so an, dass ich mir dabei nicht die Finger kaputt breche. Und jetzt müsst ihr eure Dose einmal von innen ein bisschen sauber machen, weil da ist jetzt ganz schön viel direkt drin. Fertig! Sehr gut. So, der liebe Felix hat mir gerade einen lieben Gefallen getan und das Ganze ausgewaschen. Jetzt merkt ihr, hier passiert noch nicht allzu viel, wenn man da so drüber reibt. Und deswegen müssen wir jetzt unsere Löcher so ein bisschen nach vorne beugen. Und da wir ja einen Aufsatz haben, der perfekt da reinpasst, schnappen wir uns jetzt hier von dem Bohrer einmal den Bohrer. Ich habe ja gelernt, das heißt Bohrer und nicht Bohreraufsatz. Stecken den jeweils immer in ein Loch rein. So. Und biegen das Loch damit so nach oben. Und dann holen wir das Ganze wieder raus. Letztes Loch! Yay! So, jetzt sieht das Ganze hier schon ziemlich demoliert aus, wie ihr seht. Frage ist jetzt, funktioniert das oder nicht? Das werden wir jetzt testen. Ich puste ihn nur noch mal rein, damit hier auch jeder Dreck weg ist. Also nehme ich hier den guten Jauda. Käse. So, Reibe, Käse. Käsereibe. Mach's lieber so, ich glaube, das ist besser. Also passiert auf jeden Fall was. Der Käse nimmt auf jeden Fall die Form von der Dose an, sieht man ja schwer. Am Anfang war es hier ein bisschen bröselig, ich lege das schon mal auf den Teller. Aber jetzt so nach ein paar Minütchen, also nach ein bisschen Reiben ging es ganz gut. Und ich habe hier tatsächlich geriebenen Käse. Also hat funktioniert, das ist ja schon mal was. Ist ein bisschen aufwendig, aber ja, schmeckt nach Käse, wer hätte es gedacht. Also ziehen wir ein Fazit. Das allererste sehr wichtige, es hat funktioniert. Der Zweck ist erfüllt. Die Gegenstände, die man dafür braucht, sind halbwegs alltäglich. Also ich muss sagen, ich habe nicht eine Bohrmaschine zu Hause. Ich habe nur einen Akkubohrer, aber ich habe keine Bohraufsätze. Also es wäre jetzt nicht unbedingt was, was ich auf jeden Fall weiterempfehlen würde. Es ist ein ganz witziger Party-Gag. So wenn man sagt, wir machen eine rustikale Party, hier ist die Dose, kannst ja den Käse selber reiben. Dann finde ich es ganz witzig. Also der Käse, der, man muss ja schon richtig draufdrücken, dass es funktioniert. Das ist nicht so einfach wie bei einer normalen Käsereibe. Naja, eine Käsereibe ist jetzt nicht so teuer.
Aber wenn man in Not ist und wirklich gerade eine Käserei braucht, aus welchen Gründen auch immer, und diese Sachen zu Hause hat, dann ist das eine sehr lustige Alternative, die tatsächlich funktioniert. Deswegen würde ich dem Ganzen so 6 von 10 Punkten geben. Ja doch, hat's schon verdient, weil es ja eigentlich witzig ist. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Lebensdauer von sowas ist, aber funktionieren tut's auf jeden Fall. Yay! Käse.